Und da sind wir auch schon wieder bei Pokémon Y. Und ja, wir wollen hier direkt weitermachen. Im letzten Part sind wir kurz vor dem kleinen Wäldchen angekommen, mit dem Namen Nuvaria. Und dort wollen wir uns auch hineinbegeben. Ich denke mal, ich habe mich jetzt zwischen dem letzten und diesem Part spontan dazu entschieden, nicht den Pokédex zu vervollständigen, denn ich habe schon, ja, in meiner anderen Version mitbekommen, dass der doch ziemlich groß zu sein scheint. Und ich denke mal, das würde einfach viel zu lange dauern und es wäre auch viel zu langweilig, die ganze Zeit hier die Routen abzugrasen nach den, ja, verbleibenden Pokémon, die einem noch fehlen. Und deswegen setzen wir einfach unseren Weg fort. Wir haben ja schon einige Pokémon hier beisammen. Und dann wollen wir mal in den düsteren, finsteren Wald hineintreten. Und da ist auch direkt schon die Senna. Warte, lass uns zusammengehen. Ich habe so ein Gefühl, dass etwas Aufregendes passieren wird, solange ich bei dir bin. Ich bin immer zur Stelle, wenn ein Pokémon-Team geheilt werden muss. Und das ist natürlich sehr praktisch. Das wollen wir uns direkt einmal zunutze machen. Soll ich dein Pokémon-Team heilen, Fly? Yep. Alles klar, überlass das mir. Wunderbar, wir wurden wieder frisch geheilt und dann, ja, wollen wir hier erstmal das kleine Schild lesen. Nuvaria-Wald, halte die Augen offen nach verlorenen Items. Und hier haben wir auch direkt eins. In Form eines kleinen Pokéballs finden wir einen Trank. Wunderbar. Zack, einfach mal hier in die Tasche gesteckt, mitgenommen in unsere Medizintasche. Und dann wollen wir uns hier natürlich ein wenig umsehen. Hier haben wir einen kleinen Knirps. Das hier ist also eine Sackgasse, okay. Ich speichere am besten gleich mal, damit ich nicht vergesse, was ich bisher erlebt habe. Sehr praktisch und da kann ich auch direkt anmerken, dass das Speichern in der 6. Generation, also in Pokémon X und Y, ziemlich schnell vonstatten geht. Also es dauert nicht mal einen Bruchteil einer Sekunde. Und das finde ich auf jeden Fall sehr angenehm. Ein wildes Safkorn erscheint. Wir haben unser Taubsi. Und wir haben leider keine Flugattacke, würden also damit noch ein wenig lange brauchen. Vor allem da, ja, Safkorn Härtner einsetzen kann. Und deswegen wollen wir ganz schnell nochmal zu Froxy wechseln, da er einfach mehr Angriffskraft hat als unser kleine schwache Taubsi. Und damit wäre der Kampf auf jeden Fall ein klein wenig schneller absolvierbar. Los, Froxy, komm schon. Zeig, was in dir steckt. Safkorn setzt schon mal Härtner ein. Wahrscheinlich die einzige Attacke, die es momentan beherrscht. Und seine Verteidigung steigt ins Unermessliche. Ja, Blubber, denke ich mal, wäre jetzt keine so gute Wahl. Wir greifen zu Fund. Flutsch. Und geben ihm voll die Breitseite. Es macht aber leider nicht wirklich viel Schaden. Nein. Und er setzt weiter Härtner ein. Und das könnte ein Kampf, ja, sein, der ziemlich lange dauert. Aber die Hälfte haben wir schon mal. Mal sehen. Er setzt wieder Härtner ein. Und er wird immer härter. Zack. Aber wir wollen uns davon nicht unterkriegen lassen. Weiterhin mit Froxy greifen wir an. Oh nein. Es ist so nervig. Gut, auf jeden Fall, Safkons werden wir ab jetzt vermeiden. Wenn wir gegen ein Safkon nochmal kämpfen sollten, wähle ich lieber die Option Flucht, solange wir keine Attacke haben, die gegen, ja, Käfer-Pokémon effektiv ist. Verteidigung von Safkon steigt immer weiter, aber ich hoffe, das ist es jetzt gewesen. Oh nein, er hat es ganz knapp überlebt. Wahrscheinlich mit nur einem KP. Aber gut, nächste Runde haben wir ihn. Verteidigung von Safkon steigt weiter. Und mittlerweile sollte er fast schon so hart wie ein Stein geworden sein. Aber Froxy haut dennoch weiter drauf. Und bekommt 41 Erfahrungspunkte, ebenso wie Taubsi. Und Taubsi erreicht Level 6, bekommt einen kleinen Werteboost, den wir gerade leider nicht sehen, aber ist ja auch nicht allzu schlimm. So, hier wollen wir uns erstmal das kleine Item noch aneignen. Ein Gegengift, sehr praktisch. Falls eines unserer Pokémon mal vergiftet werden sollte, können wir es hiermit entgiften. Wunderbar. Noch einmal nach hier oben laufen, uns einen kleinen Pokéball abholen. Und wir finden einen Trank. Mal wieder. Aber davon kann man nie genug haben. In die Medizintasche gesteckt und weiter geht die Reise. Die linke Ecke hätten wir hiermit halbwegs abgegrast. Und dann wollen wir uns mal auf die rechte Seite begeben. Oh, und hier läuft der Kalem rum. Und dort hinten noch die anderen. Erst beobachte ich. Du willst mit mir kämpfen? Ja, die beiden sind ja gerade anscheinend am Kämpfen. Dann können wir einfach mal weiterlaufen. Warte mal eben, Fly. Ich habe da drüben was gesehen. Sieh mal, was ich gefunden habe, Fly. Das schenke ich dir. Ich liebe ja Rätsel und
Deshalb schaue ich mir alles immer ganz genau an. Flächy erhält Paraheiler. Wunderbar. Paraheiler haben wir auch direkt einmal in die Tasche gesteckt. Und hier oben wartet jemand, der gegen uns kämpfen möchte. Und dann wollen wir uns doch einfach mal in sein Sichtfeld stellen. Zack, und da kommt ein Ausrufezeichen und er will kämpfen. Los, Pommel, auf in den Kampf. Bam, 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 bam. Eine Herausforderung von Teenager Gil. Oder Jill. Gil? Ist ja auch egal. Wir werden ihn eh binnen Sekunden besiegt haben. Ja, okay, nicht vielleicht so schnell, aber auf jeden Fall recht fix. Er hat nur einen auf Level 3, das können wir sogar mit unserem Taubsi mal versuchen. Sollte nicht allzu lange dauern. Und ja, mit einem Schlag über die Hälfte. Sehr schön. Wir dagegen sind ja besser in der Verteidigung, kriegen nicht allzu viel Schaden von dem kleinen, schwachen Pormel und erledigen es jetzt. Pormel wurde besiegt. No, das arme kleine Pormel. Und Taubsi bekommt ein wenig Erfahrung. Oh, er hat ein Vogel-Pokémon dabei. Da wollen wir lieber unser Pokémon wechseln auf Froxy. Wir tauschen. Taubsi, komm zurück. Und Froxy, zeig, was du drauf hast. Datiri wird von Jill eingesetzt. Und da ist es auch schon. Auch ziemlich schwach, Level 3. Wir setzen Blubber ein und lassen es hier krachen. Knall. Geil. Gefährliche Blubberblasen, Seifenblasen, die auf jeden Fall ziemlich viel Schaden machen. Yay! Keine Ahnung, wie Froxy das hinbekommt, aber ich find's cool. Ja, und dann setzen wir noch einmal Ruckzuckieb ein. Und dann sollte es das gewesen sein. Datiri wurde besiegt. Oh, armes kleines Datiri. Und wir erhalten einige Erfahrungspunkte und erreichen Level 9. Sind hier also fleißig schon mal am Trainieren. Und wir besiegen den Teenager. Wir haben zwar verloren, aber trotzdem vielen Dank, Pormel. Fläche gewinnt 72 Pokédollar. Und dann wollen wir uns hier weiter auf die Reise begeben. Ich bin immer zur Stelle, wenn dein Pokémon-Team geheilt werden soll. Ja, super, da war der Text schon wieder weg. Egal. Soll ich dein Pokémon-Team heilen, Fly? Ja, mach nochmal. Können wir immer gebrauchen. Und dann wollen wir uns hier mal ein wildes Pokémon suchen. Denn, aha, ich weiß schon eins, was ich auf jeden Fall längere Zeit im Team behalten möchte, das wir hier im Wald finden können. Aber wir müssen ein klein wenig danach suchen. So, wir flüchten jetzt hier mal von diesen kleinen wilden Pokémon. Denn die bringen eh nicht allzu viel Erfahrungspunkte. Das würde sich am Ende gar nicht rentieren, die ganze Zeit, die wir da reinstecken. Aber wir suchen immer noch ein klein wenig weiter. Wieder ein Pummel erscheint. Nicht wirklich das, was ich hier gerade haben möchte. Und wir flüchten wieder, elegant. Bam, 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 bam. So, dann wollen wir mal ein kleines anderes Grasstück absuchen, zum Beispiel das hier. Und wer weiß, vielleicht finden wir hier das gewünschte Pokémon. Oh, ein Raupi. Ein Smetbo wäre natürlich auch auf jeden Fall richtig cool. Mal gucken, ob er eine Attacke überlebt, das kleine Raupi. Sollte es aber. Ganz knapp. Wunderbar. Dann wollen wir uns das auf jeden Fall mal aneignen. Wer weiß. Ist zwar nicht das, was ich gesucht habe, aber Smetbo wäre später eigentlich auch ganz cool. Ist zwar nicht allzu stark, aber boah, sieht halt cool aus. Ich mag Smetbo. Und Raupi ist drin geblieben. Wunderbar. Raupi wurde gefangen. Yay, klasse. Wir sind so gut. Taubsi erhält 16 Erfahrungspunkte. Erreicht damit Level 7. So, bekommt wieder einen kleinen Werteboost. Leider keine neue Attacke gelernt. Und für Raupi wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Die Saugnäpfe an den Beinen haften auf jedem Untergrund. Es sucht hartnäckig in Bäumen nach Futter. Möchtest du dem Raupi einen Spitznamen geben? Nein, danke. Zack. Ja, aber noch brauchen wir nicht geheilt werden, Sana. Vielen Dank. Und wir kämpfen wieder gegen ein wildes Pokémon. Und ja, da ist es doch. Ein wildes Pikachu. Und ich finde es sehr schön, dass sie, ja, seinen ursprünglichen Ruf weggemacht haben, der halt ein bisschen mechanisch klingt. Also so nach Computersound, so irgendwie so blablabla, wie alle anderen Pokémon das halt machen. Pikachu ruft tatsächlich seinen eigenen Namen. Richtig cool. Klingt halt auch dementsprechend cool. Und wir wollen es einfach mal versuchen zu schwächen. Yay!
damit wir es fangen können. Und es hat ganz knapp überlebt. Statik von Pikachu wirkt aber leider. Und unser Taubsi ist paralysiert. Ist es aber auf jeden Fall wert. Es setzt noch einmal Donnerschock ein. Aber wir haben ja Sanna dabei. Und deswegen müssen wir uns keine Gedanken darüber machen, ob wir Statusprobleme bekommen oder KP-Probleme. Wir werden ja ohnehin geheilt. Wunderbar. Dann wollen wir mal einen kleinen Pokéball werfen und hoffen, dass Pikachu drin bleibt. Wir setzen ein Pokéball ein. Pokéball, genau. Pokéball ein. Pikachu ist erstmal gefangen. Es wehrt sich. Und es ist drin geblieben. Wunderbar. Wir haben ein Pikachu gefangen. Yay! Und das, denke ich mal, werden wir ganz lange im Team behalten und auch trainieren, denn ich mag Pikachu sehr. Es hat keine Backen... es hat kleine Backentaschen, die mit Elektrizität gefüllt sind. Bei Gefahr entlädt es sie. Möchtest du der kleinen Elektrorate einen Spitznamen geben? Nein, wollen wir nicht. Wir bleiben bei Pikachu. Gut, und dann wollen wir einmal Sanna noch ansprechen. Ja, wir möchten, dass unser Pokémon-Team geheilt wird. Und dann wollen wir mal wieder in unser Team gehen und Pikachu an erste Stelle legen. Tausch mit Taubsi, wunderbar. Und dann, ja, gehen wir erstmal hier wieder raus. Und was ich euch auch noch zeigen kann, finde ich mich auch sehr schön gemacht hier, unsere Trainer-Infodatei. Hier haben wir halt ein Bild von Flächy gerade in 3D, so wie sie halt aussieht. Und wir können auch... Moment, ah genau, rein und rauszoomen, können uns halt komplett ansehen, wie wir gerade aussehen. Und es ist eigentlich sehr schön gemacht. Ja, unten wären die 8 Orden, die wir sammeln müssen, wovon wir noch leider gar keinen haben. Unsere Spielzeit, unser Geld wird angezeigt, wie viel Pokémon wir gesehen haben im Pokédex und ja, diverse andere Sachen halt. Und jetzt, wo wir unser kleines Pikachu haben, möchte ich doch mal kurz in die Pokémon-Ami, zumindest glaube ich, dass das da steht, ich sehe es gerade gar nicht richtig, wollen wir auf jeden Fall mal reingehen. Spiele mit deinem Pokémon und festige deine Freundschaft zu ihnen, indem du sie knuddelst oder ihnen leckere Pofflis zu essen gibst. Gewinnen sie mehr Zutrauen zu dir und zeigen dir ihre Zuneigung auf ganz unterschiedlichen Wegen. Es lohnt sich immer, mit seinem Pokémon zu spielen. Du kannst mit deinem Pokémon Bären, ja, so, das sind die Minispiele, das lese ich jetzt mal nicht vor, das werden wir noch früh genug in Erfahrung bringen können. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier unsere Pokémon und Pokémon von Leuten, die sich gerade in der Nähe aufhalten, sind hier auch noch. Wir wollen aber erstmal unser Pokémon wechseln auf Pikachu. So, genau, Pokémon wechseln, wunderbar. Und dann wollen wir mal mit Pikachu ein wenig spielen. Auf jeden Fall ein sehr nettes Feature, was ja nach der Zeit aber vielleicht ein bisschen langwierig und langweilig wirken könnte. So, wir tippen Pikachu erstmal an. Hallo. Pikachu! Yay! Es freut sich und wir können es jetzt hier streicheln. Und ich glaube, jedes Pokémon hat auch Lieblingsstellen, wo es gerne gestreichelt wird und dann kommen da auch Herzen. Oh, okay. Da dürfen wir es nicht anfassen, da wird es sauer an den kleinen Elektrotaschen. Beziehungsweise entlädt sich, und ich finde es doch sehr süß gemacht auf jeden Fall, die ganzen vielen 3D-Models, die es hier gibt, von den ganzen vielen verschiedenen Pokémon, deren Zahl schon sehr hoch ist, über 700. Und ja, dann wollen wir hier nochmal ein wenig streicheln, und eigentlich hätte ich gehofft, dass Herzen kommen, aber gut, anscheinend finde ich die Stelle gerade nicht, wo Pikachu es mag, angefasst zu werden. Und dann wollen wir ihn noch füttern. Ja, und es freut sich. Wunderbar. Und dann wollen wir noch mal ein kleines Minispiel spielen mit Pikachu. Kopfball auf der Stufe leicht. Wollen wir uns einfach mal anschauen. Damit können wir uns neue Pofflis verdienen, damit wir die Pokémon wieder füttern können. Berühre dein Pokémon, um Wollknäule wieder in die Luft zu heben. Flutsch. So. So geht das halt und das müssen wir jetzt halt machen. Und wenn wir halt einen guten Rekord aufstellen, dann bekommen wir viele Pofflis dafür. Yay! Und hier können wir uns auch Kombos verdienen, damit wir halt mehr Punkte abstauben können. Und ist halt, ja, ein netter Zeitvertreib, aber wie gesagt, das sind halt nur 3 Minispiele, deren Schwierigkeit sich steigert. Aber ich denke mal, dass sie generell mit der Zeit ein wenig langweilig wirken könnten. Wir sind ja voll am Abräumen, cool, die kleinen Wollknäuel-Dinger.
Zack! Und da ist noch das dritte Pokémon hinzugekommen. Das heißt, ein klein wenig schwieriger gerade in der Endphase. Und auch verschiedene Wollknäuelarten, die unterschiedlich schnell fallen. Das kann das Ganze ein wenig verwirrend machen, aber ja, es geht halt, ne? So, Endspurt, nur noch 3 Sekunden und hier wird gleich alles runterfallen, was es so gibt. Und ein riesen Wollknäuel, den ich übrigens noch nie bekommen habe. Ich weiß auch nicht, wie man den bekommen soll, aber egal. Wir haben einiges an Punkten abgestaubt, 304 insgesamt. Damit haben wir einen Highscore aufgestellt und wir sind der Kopfballhecht. Haben 5 Sterne bekommen und damit eine Menge an neuen Pufflets. Wir könnten jetzt auf dem nächsten Rang spielen, aber nee. Wir gehen zurück. Ich hab's mal gezeigt. Ist auf jeden Fall, ja, ein klein wenig Unterhaltung. Es gibt, denke ich mal, Leute, denen gefällt das mehr und es gibt Leute, denen gefällt das weniger. Ich find's auf jeden Fall süß, dass man ein klein wenig mit seinem Pokémon interagieren kann. Aber wie gesagt, auf die Dauer wird's wohl ein klein wenig langweilig. Du hast viel mit Pikachu gespielt. Wir haben ein Käfermotiv erhalten. Und damit können wir direkt zu der nächsten Sache kommen. Wir können uns hier, ja, ein klein wenig unsere Pokémon-Ami dekorieren lassen mit unseren Objekten, die wir haben. Und dann können wir zum Beispiel hier so ein süßes Wolkenkissen einfach mal irgendwo hinstellen und es dort halt stehen lassen. Ich habe aber bisher auch noch nicht gesehen, dass Pokémon damit interagieren. Ist also, ja, nicht ganz so wichtig, denke ich mal. So. Ah ja. Kalem bietet uns Pokebälle an, die wollen wir natürlich dankend annehmen. Hier, Flächie erhält Pokebälle, wunderbar, oder nur einen, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall haben wir diesen einen oder die mehreren in unsere Tasche verstaut und können uns weiter auf den Weg machen. Oh, und hier ist ein Trainer. Ich hoffe, dein Team hat keine Angst vor Unwettern, denn gleich hagelt es Blitze. Oh, was mag sie denn nur für ein Pokémon haben? Eine Herausforderung von Girl Louise. Pikachu wird von hier eingesetzt. Oh. Und wir haben natürlich auch einen Pikachu. Kampf der Giganten. Oh, oh, ich sehe gerade, unser Pikachu ist ja doch ein klein wenig unterlegen vom Level her. Und wir haben natürlich jetzt Froxy oder Taubsy und die sind beide schwach gegenüber Elektrizität. Ich werde dennoch zu ihnen greifen, da sie einfach stärker sind als unser Pikachu. Und ja. Wir werden ja, wie gesagt, eh von Sanna geheilt, deswegen ist es egal, wie viel Schaden wir jetzt gerade hier bekommen. Es setzt erstmal Rutenschlag ein, um unsere Verteidigung zu schwächen. Verteidigung von Froxy sinkt, aber soweit ich weiß, hat Pikachu eh nur Donnerschock und das ist sowieso eine Spezialattacke, deswegen kann sie unsere Verteidigung so weit senken, wie sie lustig ist. Wir setzen Blubber ein. Lassen kleine Seifenblasen auf den Gegner fliegen und machen doch recht annehmbaren Schaden. Sie setzt wieder Rutenschlag ein, hat damit sogar ihre Chance vertan, uns zu paralysieren oder uns überhaupt mit Elektroattacken anzugreifen. Und wir kommen ohne Schaden davon. Wunderbar. Und auch die Seifenblasen hauen rein wie eine Granate und Pikachu fällt gen Boden. Und Froxy erhält 120 Erfahrungspunkte und Pikachu ebenfalls, erreicht damit Level 4. Und sogar Level 5. Und Pikachu erlernt Heuler. Und wir besiegen die kleine Göre. Potzblitz, dein Team ist echt stark. Fläche gewinnt 120 Pokédollar. Wunderbar. Wir verdienen uns noch unser kleines Vermögen hier. Wir laufen einfach weiter durch den Wald, denn ich habe doch alles gefangen, was ich gerne fangen möchte. Und wir gehen hier mal rechts rein. Wartet wieder ein kleiner Trainer auf uns. Jederzeit, überall. Gegen wen auch immer. Das ist das Tolle an Pokémon-Kämpfen. Bam, 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 bam. Oh, Göremieze. Setzt Horniloo ein. Horniloo ist natürlich auch cool, weil das wird zur Bibor. Ich mag zwar überhaupt keine Wespen, Hornissen, Bienen oder ähnliches, aber ich finde Bibor sieht einfach geil aus. Und bei Pokémon ist das Ganze nochmal eine Nummer anders. Ich mag Bibor doch erschreckend gerne für den Fakt, dass ich Bienen oder Wespen über alles hasse und wie eine kleine Göre schreiend wegrenne, wenn denn eine in der Nähe ist. Gut, es ist nur Level 2, wir setzen mal Donnerschock ein, da wir keine andere Möglichkeit haben, außer Heuler und Rutenschlag, aber wir wollen ja nicht den Angriff oder die Verteidigung des gegnerischen Pokémon schwächen, da das ja hier überhaupt nicht vonnöten wäre. Horniloo hat knapp überlebt. Unsere Initiative sinkt, aber ich denke mal, wir sind dennoch noch schneller als Horniloo unterwegs. Ja, und greifen wieder mit einem Donnerschock an. Elektrisieren den Gegner und besiegen ihn damit, erhalten mickrige 16 Erfahrungspunkte, aber immerhin besser als nichts. Nein, wir wollen nicht unser Pokémon wechseln. Sie setzt Goppel ein auf Level 4, wir sind also vom Level her immer noch im Vorteil.
Oh, Silberblick. Es will unsere Verteidigung schwächen. Damit sind wir ein klein wenig langsamer eben noch von Hornilu und unsere Verteidigung ist auch noch geschwächt. Es summiert sich, aber nach dem Kampf hebt sich das zum Glück auf. Es bleibt also nicht dauerhaft, von daher nicht allzu schlimm. Wir bekommen ein klein wenig Schaden und erledigen auch Skoppel, den kleinen Hasen. Er ist besiegt. Yay! Und wir erhalten ein paar Erfahrungspunkte. Und besiegen die Göre. Das heißt wohl, dass ich noch mehr kämpfen und mein Pokémon noch mehr trainieren muss. Fläche gewinnt 96 Pokédollar. Wunderbar. Dankeschön. Ja, ich weiß, du bist immer zur Stelle, wenn wir geheilt werden müssen. Und wir finden einen kleinen Pokéball. Wunderbar. Pokéball wurde in die Itemtasche verstaut. Und dann würde ich mal sagen, hier in dieser kleinen Kreuzung beende ich erstmal wieder den Part. Im nächsten Part werden wir uns dann, ja, auf dem Weg zum Ausgang des Waldes machen, um dann zu schauen, was uns denn dort hinter erwarten mag. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein klein wenig Spaß und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis denn dann. Ciao!